Herzlich willkommen zu deiner Meditation bei Verlustängsten, bei Angst vor Ablehnung, Angst allein zu sein. Wenn du dir über diese Meditation hinaus Unterstützung wünschst, dann findest du in der Infobox verlinkt Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Lege oder setze dich bequem hin. Komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme zu Beginn dreimal tief in den Bauch ein. Halte die Luft kurz an und atme lang wieder aus. Tief in den Bauch einatmen. Die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Und noch ein drittes Mal tief in den Bauch einatmen. Die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Und lass den Atem nun wieder ganz natürlich fließen. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Atem. Und spüre, wie du mit jedem Ausatmen immer tiefer und tiefer in die Entspannung sinkst. Du musst gerade nichts tun, nichts leisten. Schenk dir hier einfach diesen Moment für dich. Sollten Gedanken kommen, dann lasse sie wie Wolken vorüberziehen. Konzentriere dich dann einfach wieder auf meine Stimme und deinen Atem. Stell dir nun vor, wie eine Welle der Entspannung durch deinen ganzen Körper fließt. Die Welle der Entspannung fließt durch deine Stirn, durch deine Wangen, deinen Kiefer und alles wird locker und leicht. Die Welle fließt deinen Hals hinab, in deinen Nacken und deine Schultern. Die Welle der Entspannung fließt in beide Oberarme, beide Unterarme, bis in deine Hände hinein. Und alles wird schwer und entspannt. Die Welle der Entspannung fließt durch deinen oberen Rücken, in deinen unteren Rücken. Und dein Rücken wird locker und entspannt. Die Welle der Entspannung fließt durch deinen Brustraum, durch deinen Bauchraum, über Hüfte und Po, in beide Oberschenkel, in beide Unterschenkel, bis in deine Füße. Und du bist nun ganz entspannt von Kopf bis Fuß. Stell dir nun bitte bildlich vor, dass du auf einem freien Platz stehst. Lass dich dabei entweder von deiner Intuition leiten und schaue, wo du landest, oder wähle ganz bewusst einen Ort. Achte darauf, dass du dich an diesem Ort wohl, sicher und geborgen fühlst. Das kann eine lichtdurchflutete Lichtung im Wald sein. Das kann ein weiter Strandabschnitt sein. Das kann eine Blumenwiese sein. Sieh dich selbst, wie du da stehst auf diesem freien Platz. Du bist sicher, du bist geborgen. Alles ist gut. Und vor dir lässt du nun deine Verlustangst entstehen.
Lass dich auch hier wieder ganz intuitiv leiten. Das kann eine Farbe sein. Deine Ängste können eine Form bekommen, eine Gestalt. Vielleicht erscheinen sie auch in Form eines Tieres. Vielleicht ist es nicht nur eine Gestalt, sondern mehrere. Weil wir sprechen hier deine Verlustangst an. Aber auch deine Angst, nicht gemocht zu werden. Deine Angst, für andere nicht gut genug zu sein. Deine Angst, nicht dazuzugehören. Deine Angst vor Ablehnung. Deine Angst, alleine zu sein. Deine Angst, Herausforderungen alleine meistern zu müssen und daran zu scheitern. Lass diese Ängste bildlich vor dir entstehen. Du kannst hier nichts falsch machen. Lass dein Unterbewusstsein einfach übernehmen. Es gibt an dieser Stelle kein richtig oder falsch. Du weißt, dass sich diese Ängste vor dir manifestiert haben. Du sie ansehen kannst, in welcher Form, Gestalt oder Farbe auch immer, ob in Einzahl oder Mehrzahl. Es ist nur wichtig, dass dir bewusst ist, dass du deinen Ängsten gerade gegenüberstehst. Lass dir hier Zeit, mach dir keinen Druck. Mit jeder Wiederholung dieser Meditation wird es dir auch einfacher fallen, dich auf diese Art der Übung einzulassen. Und jetzt schau dir deine Ängste noch einmal ganz genau an. Nimm Kontakt mit ihnen auf. Was haben sie für eine Wirkung auf dich? Magst du sie anfassen oder nicht? Ist dir kühl oder warm in ihrer Gegenwart? Welche Gestalt haben sie angenommen? Welche Farbe? Deine Verlustangst? Deine Angst, nicht gemocht zu werden? Deine Angst, für andere nicht gut genug zu sein? Deine Angst, nicht dazuzugehören? Deine Angst vor Ablehnung? Deine Angst, alleine zu sein? Deine Angst, Herausforderungen alleine meistern zu müssen und daran zu scheitern? Wie sehen diese Ängste für dich aus? Und wir haben nun ganz in Ruhe Kontakt zu diesen Ängsten aufgenommen. Und ich möchte, dass du innerlich einfach die Frage in den Raum stellst: Woher kommen diese Ängste? Wiederhole gerne in dir die Frage: Woher kommen diese Ängste? Und wenn eine Antwort kommt, ist das wunderbar. Hinterfrage diese Antwort nicht. Sie entspringt deinem Unterbewusstsein und ist die pure Wahrheit. Wenn hier keine Antwort kommt, ist auch das nicht schlimm. Denn dann wird diese Antwort dich einfach in den nächsten Tagen auf unterschiedlichsten Wegen erreichen. Aber sie lädt dein Unterbewusstsein dazu ein, zu reflektieren, woher diese Ängste kommen. Wann in deinem Leben sie entstanden sind. Und unsere Ängste wollen uns immer beschützen. Sie haben immer einen guten Grund, da sein zu wollen. Sie wollen uns schützen vor Verletzungen, vor Traurigkeit. Und frag nun, was brauchen deine Ängste? Was brauchen deine Ängste? Ohne Druck, ohne hier etwas erreichen zu müssen, ohne an dieser Stelle ein Ergebnis bekommen zu müssen.
Was brauchen deine Ängste? Oftmals sind diese Ängste in unserer Kindheit entstanden. Und dann sind es gar nicht die Ängste unseres Erwachsenen-Ichs, sondern die Ängste unseres inneren Kindes. Und es kann an dieser Stelle sehr hilfreich sein, wenn du dein inneres Kind an deine Seite holst. Also stell dir gerne vor, wie du als kleine Version neben dir stehst. Und dann nimm jetzt erstmal Kontakt zu deinem inneren Kind auf. Willst du es an den Händen fassen? Willst du dich zu ihm runterbeugen? Möchtest du es umarmen? Lass dich da hier auch ganz intuitiv leiten. Wie möchtest du gerade Kontakt zu deinem inneren Kind aufnehmen? Was braucht ihr beide gerade? Und welche Worte muss dein inneres Kind jetzt gerade hören? Dass es geliebt ist? Dass es in Sicherheit ist? Dass es nie allein ist, weil du ja da bist? Du in deiner Erwachsenenform bist nie allein, weil dieses innere Kind immer bei dir sein wird. Auch dein inneres Kind ist nie allein, weil du als erwachsenes Ich immer bei ihm sein wirst. Ihr schenkt euch gegenseitig Sicherheit, Unterstützung, Liebe, Zuneigung. Spüre diese positive, liebevolle Verbindung zwischen euch. Und mach dir bewusst, du bist niemals alleine. Ihr zwei könnt euch niemals verlieren, denn ihr bewohnt ein und denselben Körper. Und jetzt stellt euch beide gemeinsam euren Ängsten. Und stellt gerne nochmal die Fragen: Woher kommen diese Ängste? Wessen Ängste sind das? Die deines inneren Kindes? Und was brauchen deine Ängste von euch? Vielleicht brauchen sie von euch beiden die Versicherung, dass sie hier gerade nicht mehr benötigt werden. Dass ihr den Schutz dieser Ängste jetzt gerade nicht mehr braucht, weil ihr nicht allein seid. Weil ihr euch gegenseitig Halt und Unterstützung gebt, weil ihr in Sicherheit seid, weil ihr gewachsen seid, weil ihr Heilung erfahren habt. Sagt euren Ängsten Danke, dass ihr uns beschützt habt, dass ihr nur das Beste für uns wolltet. Aber jetzt gerade brauchen wir euch nicht mehr. Wir danken euch für eure Dienste, aber ihr dürft jetzt gehen. Und dann dreh dich um mit deinem inneren Kind. Dreht den Ängsten den Rücken zu und geht einfach fort von ihnen. Die Ängste werden immer kleiner. Und spür mal nach, wie sich das jetzt anfühlt. Freier zu sein von diesen Ängsten. Atme einmal ganz tief durch. Und spür einmal kurz nach, wie du dich jetzt gerade fühlst. Wiederhole diese Meditation gerne mehrmals. Vor allen Dingen, wenn du wieder spürst, dass diese Ängste in dir aufkommen. Und nun werden wir ganz sanft, ganz ruhig wieder in unseren Alltag zurückkommen. Nimm die Unterlage wahr, auf der du sitzt oder liegst. Nimm den Raum um dich herum wieder wahr. Bewege deine Füße, bewege deine Hände, strecke dich, wenn du magst, gähne, wenn du magst.
Und dann atme noch einmal ganz tief eine frische, neue Energie auf. Und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Augen. Spüre jetzt hier für diesen Moment noch dem Gefühl der Entspannung nach. Notiere dir gerne, was du in dieser Meditation über deine Ängste erfahren hast. Schau auch jetzt gerade ganz genau, was du jetzt brauchst. Möchtest du dich gerade selbst umarmen? Möchtest du die Anspannung vielleicht noch ein bisschen abschütteln, wie ein Hund? Möchtest du einfach noch einen Moment sitzen oder liegen bleiben? Tu jetzt das, was dir gut tut, was du brauchst. Dann wiederhole diese Meditation gerne immer wieder. Deine Ängste werden immer kleiner und kleiner werden.